Ja, Frau Navidi, in den letzten Tagen war wirklich einiges los. Nouriel Roubini wurde eventuell falsch interpretiert, falsch zitiert, wie auch immer. Er hat zumindest den Markt bewegt. Auf einmal soll Dr. Doom optimistisch geworden sein. Was können Sie uns dazu sagen? Ein Reporter hat Professor Roubini falsch verstanden und ihn falsch wiedergegeben. Und das ist von anderen Medien aufgegriffen worden, ohne Prüfung. Und hat sich dann mit rasender Geschwindigkeit verbreitet überall. Wir haben anfangs mit den einzelnen Medien gesprochen, aber dann hat das so ein Ausmaß angenommen, dass wir proaktiv eine Presseerklärung mit einer Richtigstellung veröffentlicht haben. Ja, aber es war zumindest marktbewegend. Die amerikanischen Aktienmärkte waren nach diesen Kommentaren erstmal deutlich in die Höhe geschossen. Wie kommt es zu so einer Reaktion? Woran liegt das? Also ich denke, das zeigt, wie verzweifelt der Markt nach Optimismus oder nach guten Nachrichten Ausschau hält. Er ist sehr verunsichert und auch dadurch, dass die Maßnahmen der Politik zum Teil als willkürlich und unberechenbar empfunden werden. Man kann sich schwer einstellen, auf was kommt und also wem wird jetzt geholfen zum Beispiel und wem nicht. Und daher kommt das halt. Wir haben jetzt die Chance, dass Sie uns mal aus dem Blickwinkel von Nouriel Roubini auch das mal richtigstellen können, mal sagen können. Was erwartet Nouriel Roubini denn jetzt? Also er ist immer unverhindert bei seiner Aussage geblieben, dass die Rezession circa 24 Monate dauern wird. Jetzt sind 19 Monate vergangen. Das heißt, uns stehen noch 5 Monate bevor. Damit sind wir am Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres, so circa. Das ist die technische Interpretation des Begriffs Rezession. Aber was er auch sagt, ist, dass selbst wenn diese vorbei ist, offiziell, dann wird die Erholung so langsam und so schwierig sein, dass sich das Ganze trotzdem noch anfühlt wie eine Rezession. Und um das vereinfacht zu sagen, also kein Wirtschaftswachstum mehr in diesem Jahr. Frau Navidi, schön, dass Sie da sind und dass Sie das mal klarstellen konnten, was Nouriel Roubini jetzt eigentlich tatsächlich meint. Vielen Dank. Danke.